Hallo meine Lieben, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Ja, eine neue Woche, neuer Montag, also haben wir heute eine Wochenbotschaft. Wir schauen uns an, was die Woche bringt, was die Wochenenergie ist und ja, was Tendenzen sind zu jedem einzelnen Tag. Also wir schauen einfach mal in 7 Tage rein ab heute. Natürlich ist es eine kollektive Legung, das heißt, das unterscheidet sich sehr zu wirklich einer privaten und Einzellegung, weil du musst dir vorstellen, ich verbinde mich mit dem Kollektiv, das heißt mit allen, die zuschauen und da bekomme ich natürlich ganz viele verschiedene Impulse und letztendlich hat jeder ja verschiedene Situationen und Anliegen und deswegen ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass du das auf deine Situation umlegst, also wirklich in die Reflexion gehst und schaust, okay, was kann das Thema, was kann das bei mir im Speziellen sein und da kannst du gegebenenfalls dann einen Impuls für dich mitnehmen. Ja, alle Kartendecks, die ich verwende, findest du unten in der Beschreibung und ich möchte mich natürlich noch von Herzen bedanken für alle Likes, alle Abos, alle Kommentare. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich werde erst mischen, dann auslegen. Wenn du das überspringen möchtest, dann schau unten, wann die Legung beginnt und wir sehen uns gleich. Und ich verbinde mich mit dem Seelenkollektiv und mit der Woche vom 18. Juli bis zum 24. Juli. Und erbitte eine Wochenbotschaft. Was kommt die Woche auf uns zu, von Montag bis Sonntag? Was zeigt sich? Welchen Impuls dürfen wir hier mitnehmen? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag und ich schaue mal gerade, dass man das hier alles gut sehen kann. Okay. Hier unten wird es ein bisschen eng. Aber das kriegen wir schon. Okay. Schreibe ich noch ein bisschen. Okay.
Hey, meine Lieben. Ja, also die Wochenenergie vom 18. bis zum 24. und das Bild, was ich tatsächlich während des Missions schon bekommen habe, ist eine Frau alleine auf einer Insel mit den Füßen im Sand. Sie sitzt dort und schaut aufs Meer und es war wirklich diese in sich Gekehrtheit. Es war das Gefühl von Reflexion, Träumen, wirklich auch in sich reinfühlen, aber auch ein bisschen diese Sehnsucht und so ein bisschen die Fragestellung, was bringt mir die Zukunft? Es war aber auch das Gefühl wirklich von sowas wie Urlaub und Ruhe. Also man hat Zeit für sich, man hat Zeit zum Reflektieren. Das ist so das Bild, was ich bekommen habe, was in die Woche mit reinspielt. Und ich bin natürlich mal gespannt, was sich jetzt in jedem einzelnen Tag hier zeigen wird. Wir schauen jetzt mal am Unterdeck, was sich hier... Wow, ja, die Sonne. Das ist die Energie, die uns begleitet tatsächlich diese Woche. Das ist die Sonne. Das ist entweder wirklich der Hinweis, was sich jetzt decken würde mit dem, dass es in Urlaub ist, dass du Urlaub hast, dass du die Sonne genießt. Es ist aber auch die Karte der Kraft. Es ist die Karte des Strahlens, nach außen treten, sich selbst zeigen. Es ist die Karte der Harmonie und der Freude. Und das ist natürlich eine wunderschöne Wochenenergie. Also unglaublich schön. Wir schauen mal, was die Überschrift der Woche ist. Oh, das wird immer besser. The Oracle's Gift. Also, es kann wirklich hier eine magische Woche werden. Es kann, ja, sich magische Dinge zeigen. Ich bekomme gerade so diesen Impuls zu sagen, dass sich etwas auf magische Weise entwickeln wird. Etwas Überraschendes passiert, etwas plötzlich passiert. Und letztendlich ist diese Karte dem Stirnchakra zugeordnet und das passt zu dem Bild, was ich am Anfang gesehen habe, dass man halt auch in die Ferne, in die Zukunft guckt. Also es könnte sein, dass uns diese Woche hier etwas begegnet, ein Wunder, etwas Magisches, eine freudige Entwicklung, die auch die Zukunft betrifft. Wir schauen jetzt allerdings mal in die einzelnen Tage rein. Und Zeit ist natürlich fließend. Es kann sein, dass das hier sich natürlich verschiebt. Es kann sein, dass du hier jede einzelne Botschaft vom Tag zusammenfügst und für dich für die Woche mitnimmst. Es kann auch sein, dass der Montag sich fließend mit dem Dienstag vermischt. Also schau individuell für dich. Dennoch ist das hier die Tendenz für den Montag. Und da haben wir einmal 7 der Schwerter, 10 der Stäbe, den Stern und die Ehestandskarte. Und es kann sein, dass an diesem Tag vielleicht sehr viel zu tun ist. Also entweder bist du noch nicht im Urlaub oder du bist kurz vor dem Urlaub und musst hier noch einige Sachen erledigen. Oder ist es so, dass du hier, und das bekomme ich für die meisten, dass du hier wirklich die Arbeit verlässt und, weil die 7 der Schwerter ist, die Karte sich vom Davonstehlen, jetzt wirklich in Urlaub gehst. Und das ist auch das, was du dir wünschst und wonach du dich sehnst. Und wirklich mit Menschen, die dir gut tun, zusammen bist, mit deinem Partner vielleicht zusammen wegfährst. Also es ist wie ein Davonstehlen von der Erschöpfung. Also du gehst eigentlich aus der Erschöpfung raus. Oder es ist so, dass du an dem Tag noch einige Sachen zu erledigen hast. Und du vielleicht das aber auch einfach abgibst, dass du sagst, nee, ich schaffe das jetzt heute nicht mehr. Es ist noch so viel zu tun und du delegierst das weiter. Und du sagst, okay, zu deinem Mann, kannst du bitte die Sachen aus der Reinigung holen oder kannst du bitte den Einkauf übernehmen und ich kümmere mich in der Zeit um was anderes. Letztendlich spiegelt hier der Stern aber an dem Tag, dass du sehr fokussiert bist auf entweder ein Treffen, worauf du dich sehr freust
oder wirklich auf das, was dich erfüllt. Also an dem Tag widmest du eigentlich den Fokus auf die Dinge, die du magst, die dich erfüllen. Und das kann sehr gut sein, dass das mit einem Menschen zu tun hat. Also vielleicht triffst du dich auch an dem Tag mit jemandem, der dir gut tut, wo du vielleicht auch einfach mit der Person über die Dinge redest, die dir gut tun oder die du im Kopf hast. Also Dinge, die dich erfüllen, deine Herzensangelegenheit. Es ist so, dass du mit dem Fokus wirklich eigentlich bei den Sachen bist, die dir wichtig sind und die du auch teilst mit Menschen, die dir wichtig sind. Und alles andere, was dich da so schwer belastet, versuchst du einfach entweder wirklich aus dem Weg zu gehen, das umzulegen und hier den Fokus auf das zu haben, was dir gut tut. Wir schauen jetzt mal in den Dienstag. Königin der Kelche. 8 der Stäbe. Der Storch. Und eine Veränderung. Und letztendlich ist hier eine Veränderung mit dem Storch ziemlich ähnlich. Das heißt, hier kommt was in Bewegung. Hier an dem Tag erfährst du Neuigkeiten. Mehrere Nachrichten kommen auf dich zu, mehrere Personen, mehrere Möglichkeiten, vielleicht sogar eine Königin der Kelche. Also vielleicht kommt an dem Tag oder du hast Kontakt mit jemandem, der sehr gefühlvoll ist, der sehr herzlich ist, harmoniebedürftig. Jemand, der vielleicht dir an dem Tag einige Nachrichten übermittelt und sagt, okay, hör mal, ich habe die und die Idee und das bringt hier eine ganze Veränderung, das bringt hier neue Gedanken, das bringt hier neue Impulse bekomme ich, wie neue Ideen, als würde hier irgendwas wachgerufen werden in dir, wo du denkst, okay, das bringt mich weiter. Das kann natürlich sich auf unglaublich viele Dinge zeigen, natürlich ganz individuell für dich. Es kann aber hier auch der Hinweis sein, natürlich, auf eine Reise, vielleicht gibt es hier eine Planänderung, vielleicht bist du ja schon im Urlaub und da macht ihr etwas, was so gar nicht vorgesehen war, was spontan ist, ein Ausflug. Vielleicht geht es aber auch wirklich um eine langfristige Veränderung. Und ja, es kann wirklich etwas sein, ich bekomme das so, was dich ganz freudig stimmt. Also es dreht sich hier schon um eine Angelegenheit, die du auch herbeisehnst. Und da tut sich so ein bisschen das Gefühl auf, dass es da jetzt vorangeht und da kommt jemand auf dich zu. Also ich bekomme die Königin der Kelche sowohl als eine Person, die mit Nachrichten auf dich zukommt und diese Königin der Kelche kann eine Frau sein. Also ich gucke hier immer aus der Sicht von einer Frau. Letztendlich, wenn du ein Mann bist, kann das natürlich trotzdem eine Frau sein. Oder aber auch eine männliche Person oder es kann sich auch um eine männliche Person handeln, die aber sehr weiblich ist. Und das heißt jetzt gar nichts Negatives, sondern dass sie einfach sehr gefühlvoll ist und sehr intuitiv. Wir schauen jetzt mal in den Mittwoch rein. Wow, das sind ganz tolle Karten. Die Welt. Sechs der Kelche. Das Haus und Gefängnis. Und das sieht ne, ziemlich ähnlich, also Haus. Mir kommt gerade der Satz durch, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Weil wir haben hier natürlich die Karte, die in die Vergangenheit auch geht. Das passt wieder zu dem Bild, was ich gesehen habe zu Beginn am Strand, dass man halt in die Ferne guckt, ein bisschen in die Sehnsucht, in die Zukunft. Aber vielleicht auch sich vergangene Themen nochmal anschaut und es kann sein, dass du hier wirklich etwas, dass dir etwas klar wird, dass du in der Vergangenheit etwas erlebt hast, was dich jetzt weiterbringt. Das ist wie so eine Erkenntnis, die dir Stabilität bringt. Also es kann gut sein, dass aber natürlich auch die Karte, dass sich jemand im Häuslichen bei dir, also jemand aus der Vergangenheit wieder meldet, jemanden vielleicht aus der Schulzeit, jemand, mit dem du lange keinen Kontakt mehr hattest, also eine Person aus der Vergangenheit, die vielleicht plötzlich vor deiner Tür steht, die plötzlich sich meldet. Und das kann gut sein, dass dich das zum einen ziemlich glücklich macht, weil das ist hier wirklich ein Wohlwollen. Ne? Mit der Welt
ist das hier ein Kontakt, das ist ein schöner Kontakt, das ist ein Kontakt, der dir auch gut tut. Das Gefängnis hier würde ich in dem Falle einfach sehen, dadurch, dass man lange zum einen keinen Kontakt hatte, aus verschiedenen Gründen. Aber in dem Fall sehe ich es halt auch auf das Haus bezogen. Also es hat hier wirklich was in deinem häuslichen Umfeld zu tun, vielleicht auch mit der Familie, vielleicht eine Familiensituation oder dass zum Beispiel deine Familie Besuch kommt von einer Person aus der Vergangenheit, wo du dann Kontakt aufnimmst. Zum Beispiel, du besuchst deine Eltern und dann ist da auf einmal jemand zu Besuch aus der Vergangenheit, wo du dich auch dran erinnerst. Und das ist so, dass dir das gut tun wird und dass dich das an vergangene Zeiten auch erinnert. Und du dadurch wie eine Art Erkenntnis bekommst, was dich aber weiterbringt. Also ich bekomme es wirklich als dieses, ein sanfter Rückblick in die Vergangenheit, der für Klärung und Reinigung sorgt. Und ich glaube, das bringt dich halt auf deinen Wegen generell hier auch weiter. Wir schauen jetzt mal in den Donnerstag rein, was da für eine Energie mit sich bringt. Ja. Zweimal die drei. Drei der Stäbe, der Blick in die Zukunft, ne? Wieder so dieses Bild in die Ferne. Er guckt sogar aufs Meer. Er steht am Meer, guckt in die Ferne. Also genau dieses Bild wie zu Beginn und auf eine Veränderung in der Ferne. Etwas bewegt sich. Und hier haben wir drei der Kelche, Zusammenkunft, Gemeinschaft. Die drei generell, wenn wir uns das mal hier betrachten, steht natürlich auch für Kommunikation, für Harmonie, für Feingefühl. Das heißt, an dem Tag kann es unglaublich harmonisch werden. Vielleicht triffst du dich auch noch mal mit der Person aus der Vergangenheit und ihr redet über alte Zeiten. Aber letztendlich, egal worum es geht, mit wem du dich triffst oder was dort passiert, was für Impulse du bekommst, das kann auch wirklich Einfluss auf deine Zukunft haben. Wir haben hier den Bär. Und wir haben seine Gedanken. Und der Bär kann sowohl als Personenkarte stehen für jemand, also für einen Chef, einen Vater, für eine Person, die sehr selbstständig ist. Wir haben hier natürlich noch seine Gedanken. Also kann es hier wirklich an dem Tag um eine männliche Person gehen, mit der du redest, die sich auch Gedanken macht über dich, um deine zukünftigen Wege. Das kann jetzt sowohl dein Herzensmensch sein, als auch jemand in deiner Familie. Es kann aber natürlich auch sein, dass du hier natürlich sehr selbstständig bist und an dem Tag dir unglaublich viele Gedanken um Planung, um die Zukunft machst und dein Gegenüber das mitbekommt und sich da auch Gedanken zu macht. Aber an dem Tag wird es unglaublich harmonievoll, Austausch. Du bist an dem Tag sehr selbstbewusst, du bist sehr in deiner Macht, positiv wirklich. Und es ist so, als würdest du deiner Vision ein Stück näher kommen. Wir gehen jetzt mal in den Freitag rein. Wow, wieder die drei. Die Herrscherin, yes. Also die Herrscherin ist natürlich die Krönung der Dreien. Es ist die Karte der Weiblichkeit, der Harmonie, des liebevollen Selbstbewusstseins, der Sanftheit, die mütterliche Energie. Es ist die Karte des Ich halte dich und ich nähere dich. Und wir haben den Page der Stäbe. Und ich bekomme hier, dass du wirklich in der Energie von der Herrscherin bist. Und der Page der Stäbe kann natürlich auf eine Person hindeuten. Es kann aber auch für eine Botschaft, für eine Nachricht stehen, für ein Telefonat, einen Brief, eine Neuigkeit, die auf dich zukommt. Natürlich kann es hier eine Person sein oder aber auch die Botschaft an sich, die sich erreicht, aber wir haben hier die Militärsperson. Das heißt, es deutet darauf hin, dass an diesem Tag du auch wieder Kontakt mit einer Person hast, mit einer Person, die dich vielleicht sogar einlädt, denn wir haben hier die Blumen, eine Person, die dir ein Geschenk macht, eine Person, die dir sehr wohlgesonnen ist. Also eine Person, die auf dich zukommt und sagt, vielleicht ich habe da eine Idee, was dich unterstützt in deinem ganzen Prozess. Ich habe hier Möglichkeiten, ich würde dich unterstützen. Ich habe oder ich kenne eine Person, die dich unterstützen kann. Das kann natürlich auch
Das kann natürlich auch das sein. Also es ist wirklich hier ein schöner Tag, ein schöner Kontakt, ein schöner Zusammenschluss mit einer Person. Wie gesagt, das kann ein Telefonat sein, Neuigkeiten auch von Behörden, wo es weitergeht. Eine Person, die auch deinen Fortschritt sehen möchte. Und wir schauen jetzt mal in den Samstag. Da haben wir jetzt schon das Wochenende und wir kommen aus dem Feiern hier nicht mehr raus. Wir haben den Wagen und wir haben die 4 der Stäbe. Und man sieht schon, ein Grund zu feiern. Vielleicht machst du was Schönes. Feste stehen an, Geburtstage, Familienfeste, Events, Musicals, Konzerte, Festivals. Also ein Tag, an dem es vorwärts geht. An dem Tag machst du was. An dem Tag tust du dir was Gutes. Es geht voran. Es geht vor allen Dingen in dem Thema voran, wo du hier, was ich schon so durchziehst. Du möchtest, du hast hier eine Vision. Du hast hier einen Gedanken. Du willst da irgendwas erschaffen. Du hast eine Vision und da geht's weiter. Und es kann wieder sein, dass du dich da auch, also dass du erstens vielleicht so Zwischenziele feierst hier, die sich die Woche ergeben hat, wo man denkt, geil, ich bin ja echt einen Schritt weitergekommen. Ich freue mich, ich lasse es mir jetzt gut gehen. Aber es ist tatsächlich auch so, was mir reinkommt, dass es gut sein kann, dass auf den Festen du dich austauschst und es dadurch auch nochmal weitergeht. Neue Menschen, neue Ideen, neue Zusammenschlüsse. Letztendlich haben wir hier den Schlüssel und die Erwartungen, die mir sagen, da ist die Lösung in Sicht. Also für das, was du im Kopf hast, wo es hier weitergeht, das ist eine Lösung. Und du hast hier echt große Erwartungen und vielleicht auch Erwartungen an die Menschen, mit denen du jetzt dich austauschst, in Kontakt trittst, weil das sich alles so schön anhört, schön anfühlt. Also es kann echt gut sein, dass es ist wieder der Blick in die Ferne, ne? Also es ist der Blick auf Neues, es ist der Blick auf einen Weg. Wir haben hier, das sieht man ganz schön, den Weg mit einem Kirchturm. Also so ein bisschen der Weg zu neuen Möglichkeiten, der Weg zu einem neuen Glauben, aber auch durch die Kirche. Also es ist so, als würde sich das immer mehr festigen und wirklich in die Realität gehen, das, was du vorhast. Also es tauchen ja ganz viele Möglichkeiten auf, ganz viele Türen gehen auf, magischerweise. Türen, die auf einmal da sind, wo vorher eine Wand war und wo kein Weg war, ist auf einmal magisch, wie bei Alice im Wunderland, eine Tür. Und wir schauen jetzt mal, was der Abschluss der Woche, der Sonntag hier bringt. Oh Gott, ist das der Hammer. Jeder eine große Arkane. Yes, der Stern, das ist die Wunscherfüllung. Das ist das Magische hier, das ist das Geschenk, das ist ein Wunsch wahr werden lassen, einen Traum verwirklichen, die Verbindung zu den Träumen. Und hier wirklich emotional das Gleichgewicht herstellen, in den Träumen zu baden, bekomme ich hier gerade durch. Wir haben hier 8 der Kelche, aus etwas rauszugehen. Ne? Also wir haben hier unglaubliche Wasserenergie, Gefühle. Du gehst hier wirklich aus deinen Selbstzweifeln raus in die Zukunft. Also wieder hier, ne? Der Blick, hier wird was verlassen, es wird nach vorne gegangen. Also der Blick in die Ferne, in die Zukunft. Die Zukunft spielt in dieser Woche eine unglaubliche Rolle. Wir haben hier die Berge, wir haben hier auch den guten Herrn. Und das zeigt mir, dass hier wirklich auch Hilfe ist. Also es ist wieder eine Personenkarte an dem Tag. Es kann gut sein, dass die letzten Zweifel, also diese Berge, die Hindernisse durch eine Person weggehen. Und wenn es nur der Austausch mit dieser Person hier ist, der sagt, ach, das kriegst du doch hin. Das ist doch kein Berg, das ist ein Hügel. Und ich habe einen Wagen, wir fahren da drüber. Also das ist jemand, das kann gut sein, dass derjenige dir nur ein Weggehen von den Hindernissen aus deinen Gedanken durch ein gutes Wort oder durch ein Ich verstehe dich oder das ist doch nicht so schwer.
gibt, also dass du dadurch so angehoben wirst, dass du die Hindernisse nicht mehr siehst. Es kann aber auch sein, dass der dir wirklich hilft, ob es jetzt finanziell ist, ob es mit irgendwelchen Möglichkeiten, was in seiner Macht steht, mit einem guten Einfluss, mit einem Kontakt, egal was, aber du wirst an dem Tag aus deinen Zweifeln in die Sonne hier gehen. Ne? Die liegt ja auch schon, er guckt ja auch in die Sonne, das ist ganz schön hier gerade zu sehen, also wirklich da rausgehen und dir neue Möglichkeiten aufzeigen, an die du zuvor vielleicht gar nicht gedacht hast. Ne? Wo du gedacht hast, oh, das ist ein Berg, oh Gott, der ist so groß, da, ich muss da hochlaufen, ich habe nicht so viel Kraft, die Sonne scheint, es ist warm. Und er sagt dir, ja, mach ja nichts, weil ich habe ja einen Wagen und mit Klimaanlage. Jetzt einfach nur mal als Beispiel gesprochen. Also es ist jemand, der dir zeigt, dass die Hindernisse überhaupt nicht so groß sind, wie sie sind. Und wenn ich jetzt mal so aufs Bild generell schaue, ist das, was sehr auffällt hier, die Person generell, die Militärsperson, der gute Herr, der Hinweis auf seine Gedanken, also etwas, was nicht bei dir liegt. Die Ehestandskarte steht für Zusammenkunft, es steht generell für eine Veränderung, etwas vorwärts gehen und eine Veränderung, die du schon kennst, die du erwartest, womit du dich schon länger beschäftigst. Also es geht darum, aus der Stagnation des Gefängnisses rauszugehen, in die Sonne zu gehen und da hast du Unterstützung. Also da bist du definitiv nicht alleine und auf magische Weise kann sich hier was, kann sich hier was entwickeln, Möglichkeiten. Es wird ganz, ganz viel mit Menschen zu tun haben. Und ich möchte hier tatsächlich noch einen Rat für dich für diese Woche, für das Kollektiv, ein Rat des Universums. Was ist wichtig in dieser Woche? Zwei Karten. Ja, das, wow. Boah, ich freue mich voll auf die Woche. Ganz ehrlich, ist ja der Hammer. Neue Wege. Jetzt halte ich fest. Neubeginn. Neue Wege und der Neubeginn. Also, wow. Es kommt hier was ganz, ganz Neues auf dich zu. Es kommt hier eine Veränderung, ne? Neue Wege, neue Möglichkeiten. Und es ist der Neubeginn. Und auch hier guckt die Frau nach vorne in die Zukunft. Es ist wirklich diese Sehnsucht auch nach der Veränderung, nach der Zukunft. Also, es wird hier in der Woche um deine Zukunft gehen, um Dinge, um Fundamente zu setzen, um eine Treppe zu bauen, die dich weiterführt nach vorne, nach oben, in die Zukunft, zur Sonne. Also es ist eine Woche, die eine sehr, sehr positive Energie mit sich bringt. Und wie gesagt, am Anfang zu Beginn habe ich das Bild gesehen von der Frau, die wirklich in Ruhe alleine am Strand sitzt, mit den Füßen im Sand, aufs Meer schaut, nach vorne schaut und das wirklich reflektiert. Zum einen mit dem Vergangenen, was wir ja auch liegen hatten, aber wirklich auch sich Gedanken um die Zukunft macht. Und es geht um das Weiterkommen, es geht um eine Veränderung, wie gesagt, für jeden was anderes. Aber ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft in dieser Woche, ganz viel Sonne, ganz viel Stärke, ganz viel Energie und ganz, ganz viele Wunder. Ich hoffe, die Legung hat dir gefallen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir ein Like, ein Abo oder teile das, was du die Woche erleben durftest, in den Kommentaren. Vielen Dank und bis ganz, ganz bald. Mach's gut.